Wir haben noch 945 Kilometer vor uns. So take me, and let me in. Don't break me, and shut me out. Kilometer 8, 9, kurz vor Yverdon. Es hat angefangen zu schneien, wir haben 5:30 und draußen 1 Grad. So, französische Grenze. Puls steigt, Nervosität ist da. Juhu! Das hat kein Schwein interessiert. Ja. Jetzt geht's weiter. Noch 7 Stunden 17. Let's go! Ah, no ticket. Thanks, man. Schwein auf hier. Yes. After change. Kilometer 515. Ich bin fängt seit über 7 Stunden unterwegs. Viertel vor 11 Uhr. Das ist einfach lang. Ja, Kilometer 622. Wir haben gerade Mitternacht. Nach über 8,5 Stunden im Auto. Ich hab keinen Bock mehr, jetzt bin ich da auf einer Raststätte. Nach Montpellier. So, good morning. We are back on the road. Wir haben jetzt ein Viertel vor 9 Uhr. Ich bin am 7:30 Uhr aufgestanden. Wir haben noch 314 Kilometer, jetzt ist 5 Grad. Hey, yo, Kilometer 780. Wir haben fängt 9,5 Grad und dort hinten sehe ich Berge mit Schnee drauf und einen Haufen Windrädchen und es windet wie die Sau. No way! Jo, Diesel 1,14. Das ist sick. 70 Liter, ich meinte ja nur 70 Liter Tank. Gracias! Yes, wieder voll tankt und wir sind, glaube ich, über der Grenze, weil sie in Spanisch. Alright, wir haben noch 1 Stunde 22, wir sind bei Kilometer 827 und jetzt geht's zurück auf Autobahn. Let's go! Kilometer 928, ich bin auf der Suche nach der Strandstraße. Ich habe keine Lust mehr, um auf der Autobahn jetzt bis La Poma zu fahren. Bis zum Bikepark. Ich bin zwar noch nicht angekommen, aber an diesem Spot mache ich jetzt zuerst mal Mittagspause. 1 Minute bis zum Bikepark. Nervös. Sieht so aus, als ob kein Schwein da ist. Es windet auch viel zu fest. Shit. Ich mache doch erst um 3 Uhr auf oder so. Ja, das wäre schnell gewesen, kleine Besichtigungstour. Es windet viel zu fest. Jetzt gehe ich einfach auf Barcelona. Alright, da wären wir. Was gibt es Besseres zum Barcelona erkundigen als mit dem Velo durchfahren? Also habe ich den Dirtjumper ausgepackt. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Forum. Morgen habe ich abgemacht mit Alejandro, um Enduro zu fahren. Dann bin ich sick. Jetzt geht es zurück zum Bus, mal schauen, ob er noch dort steht. Ich bin zuerst komplett in die falsche Richtung gefahren. Es ist noch recht ein weiter Highway jetzt. Juhu! Alright, ladies and gentlemen, nochmal La Poma Bikepark. Hat es doch noch Session gegeben, Late Night Session, auch wenn nur Skatepark. Ich bin sehr pumped auf die Dirt Jumps da drinnen. Ich bin sehr gespannt, wenn ich dann nochmal da bin, ohne Wind. Morgen gehen wir zuerst Enduro fahren auf. Ich weiß nicht. In dem Sinn,
das wär's gewesen vom ersten Tag mit der Anreise. Bis halt und bis morgen.